jetzt müsstest du nochmal BAE Hogdan, richtig? Ja, gewonnen. Ich habe früher ein Flugzeug geparkt schon in die Garage, die müssen jetzt im Tal mal laufen. So 18 bis 20 Kilo ist Schub. Die Leistung bei Vollgas, das für 24,5 Kilo. Also die Farben kontrolliert, da wird das Cockpit kontrolliert anhand von Fotos des Originals. Und in der zweiten Phase muss dann natürlich auch noch geflogen werden. Das Ganze wird von internationalen Punktrichtern bewertet, ähnlich wie beim Eisflugslauf. Von 0 bis 10 Punkten. Und wer dann sowohl in der Bau- als auch in der Flugbewertung die meisten Punkte hat, der ist Weltmeister. Bewertung, Gewinni ist das so die letzten Jahre der Russen, ne? Ja. Der natürlich auch mit einem unheimlichen Aufwand an die Sache angeht. Also die Russen treiben da einen Aufwand, um die WM zu gewinnen. Das ist unvorstellbar. Also das hat der Wert an der auch an dem, was die in der CFD in so einer BAE hoch, da stecken gut 1000 Arbeitsstunden drin. Das ist nicht damit getan, so einen Bausatz zu kaufen. Wir sehen uns zu sehen, wie der Landesanwärter in der Rennspitze. Aber fällt mir gerade ein, die Italiener sind noch nicht Weltmeister beim Jetfliegen geworden. Nein, noch nicht. Wir sind nicht die Ersten, aber immer die Lustigsten. Du selber hast auch schon einige Länder bereist in der Angelegenheit. Ja. Ha? Amerika, Israel, alle zwei Jahre ist das Weltmeisters. Also von groß auf klein gleich. Immer wieder phänomenal, wie hier diese Rock in geringer Höhe, wie an der Schnur gezogen, trotz des Seitenwindes,
die Piste überfliegt. Muss er etwas stehen lassen, Modell ausrichten, unter Umständen noch die Richtung mit dem Seitenruder korrigieren und erst kurz vor dem Aufwärtszug wird ganz komplett aufgenommen und dann setzt er sie butterweich auf die Piste. Klasse. Ja, wir haben einmal den Fabian Zankel.